Der Abschnitt Herzberg-Osterode war ein Teil der Hannoverschen Staatsbahn, die bereits 1866 an Preußen gefallen war. Die anschließende Strecke von der Landesgrenze bei Osterode bis nach Seesen lag hingegen im Herzogtum Braunschweig. Dieser Streckenteil wurde daher von der Braunschweigischen Staatsbahn geplant. Der Staatsvertrag zwischen den beiden Staaten über die Errichtung der Strecke beinhaltete auch Regelungen über die Betriebsführung. Demnach sollte die Braunschweiger Staatsbahn für die ersten 5 Jahre zunächst die gesamte Strecke bis Herzberg betreiben. Für Transportleistungen, die die Eisenbahn des Herzogtums zwischen Osterode und Herzberg erbringen würde, sollte eine Vergütung durch Preußen gezahlt werden. Doch zeigte sich schon bald, dass die Braunschweiger Eisenbahn aufgrund ihrer angespannten Finanzen nicht in der Lage sein würde, genügend Fahrzeuge für den Gesamtbetrieb auf der neuen Strecke zu beschaffen. Daher wurde noch vor dem Abschluss der Baumaßnahmen eine neue Vereinbarung getroffen, nach der beide Bahnunternehmen jeweils die gleichen Leistungen im Fahrdienst auf der Strecke erbringen sollten. Noch während der Bauarbeiten an dem Abschnitt von Seesen nach Osterode traten Veränderungen in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse an der Braunschweiger Eisenbahn ein. Diese Staatsbahn hatte aufgrund der Investitionen in Streckenbauten und Fahrzeuge eine erhebliche Schuldenlast zu tragen. Die Regierung des Herzogtums befürchtete, dass diese Eisenbahnschulden den Staatshaushalt überfordern könnten. Zwar erwirtschaftete die Braunschweiger Staatsbahn noch Überschüsse, doch erwartete man in den kommenden Jahren einen schärferen Wettbewerb mit den preußischen Eisenbahngesellschaften. Daher sah sich die Regierung des Herzogtums gezwungen, ihre Staatsbahn zu privatisieren. Als Käufer fand sich ein Konsortium aus verschiedenen Bankhäusern und 2 preußischen Privatbahngesellschaften. So wurde die bisherige Braunschweigische Staatsbahn Anfang 1870 in Privateigentum überführt. Somit gehörte auch die im folgenden Jahr in Betrieb genommene Strecke von Seesen nach Osterode nun einer Aktiengesellschaft, die als Braunschweigische Eisenbahngesellschaft firmierte. Schon nach kurzer Zeit konnten die beiden preußischen Privatbahngesellschaften auch die bislang von den Bankhäusern gehaltenen Aktien übernehmen. Die ehemalige Braunschweiger Staatsbahn befand sich nun vollständig im Besitz der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn und der Bergisch-Märkischen Eisenbahn. Im Gegensatz zum Königreich Hannover und zum Herzogtum Braunschweig hatte Preußen über Jahrzehnte den Bau und Betrieb von Eisenbahnen privaten Gesellschaften überlassen. Nach der Reichsgründung verlangte die rasch expandierende Wirtschaft nach einem möglichst leistungsfähigen Eisenbahnnetz und einer Steigerung der Transportkapazitäten. Die verschiedenen Privatbahnen mit ihren unterschiedlichen Betriebsvorschriften und technischen Richtlinien genügten diesen steigenden Anforderungen teils nicht mehr. Nur eine Staatsbahn versprach, die Effizienz des Bahnnetzes zu steigern. Nur eine Staatsbahn schien in der Lage, die Betriebsführung, die Betriebsmittel und das Tarifsystem einheitlich für das gesamte Land zu gestalten. So setzte die preußische Regierung seit den 1870er Jahren auf eine Verstaatlichung der großen Privatbahngesellschaften. Der preußische Staat erwarb dabei auch die Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn und die Bergisch-Märkische Eisenbahn. Somit gingen auch die Beteiligung dieser beiden Unternehmen an der Braunschweigischen Eisenbahngesellschaft in den Besitz des preußischen Staates über. Bis 1885 konnten die Preußen dann die Braunschweigische Eisenbahngesellschaft abwickeln. Deren Streckennetz und Betriebsmittel wurde in die königlich-preußische Eisenbahnverwaltung überführt. Die Berliner Regierung war auch nicht gewillt, in Braunschweig, also im Ausland, eine Eisenbahnoberbehörde zu unterhalten. So ordnete man die Mehrzahl der Strecken im Herzogtum jetzt der Eisenbahndirektion im preußischen Magdeburg zu. Auch die Strecke von Seesen bis zur Landesgrenze bei Osterode wurde fortan von der Eisenbahndirektion Magdeburg verwaltet. Der Abschnitt von Osterode nach Herzberg gehörte jedoch seit der Betriebsaufnahme zum Bezirk der Eisenbahndirektion Hannover. Einige Jahre später wurde im Zuge der Neuorganisation der preußischen Staatsbahn die gesamte Strecke Seesen-Herzberg dann der Eisenbahndirektion Kassel zugeordnet. Die Veränderungen in den Besitzverhältnissen und Organisationsstrukturen brachten für die Westharzstrecke eine Vereinfachung der Betriebsführung. Bis 1885 musste der Betrieb zwischen der preußischen Staatsbahn und der braunschweigischen Eisenbahn abgestimmt werden.
In einem aufwendigen Verfahren wurde dabei die jeweils erbrachte Verkehrsleistung miteinander verrechnet. Seit 1885 oblag nur noch der preußischen Eisenbahnverwaltung die Planung und Durchführung des Schienenverkehrs am Südwestharz. Auf der Bahnlinie Seesen-Osterode-Herzberg verkehrten seit der Betriebsaufnahme täglich 4 Personenzugpaare. Die Fahrzeiten betrugen zwischen 51 Minuten und 1 Stunde und 33 Minuten. Zu diesen unterschiedlichen Zeiten kam es, da einige der Züge als sogenannte gemischte Züge verkehrten. Diese beförderten neben Personenwaggons auch Güterwagen. In den Unterwegsstationen musste daher die Zuglok die entsprechenden Güterwagen aus dem Zugverband rangieren bzw. neue Güterwaggons in den Zug einstellen. Zur Sicherung des Zugverkehrs hatte man die Strecke in etwa 20 Wärterabschnitte eingeteilt. Die Bahnwärter überwachten die Strecke und konnten gegebenenfalls durch ein optisches Signal bei Gefahr oder Betriebsstörungen einen Zug anhalten lassen. Ferner oblag einigen Wärtern auch die Sicherung der Bahnübergänge durch Schranken, Schiebebarrieren oder nur durch Flaggensignale. Die Arbeitszeit der im Betriebsdienst tätigen Eisenbahner betrug etwa 60 Wochenstunden. Erst 1918 wurde die Arbeitszeit auf wöchentlich 48 Stunden herabgesetzt. In den ersten Betriebsjahren hatte die Osteroder Strecke bei den fahrenden Personalen aufgrund der schlechten Gleislage und der zum Teil schweren Schienenstöße einen schlechten Ruf. So traten hier beispielsweise unverhältnismäßig viele Federbrüche an den Fahrzeugen auf. Erst eine Überarbeitung der Gleisanlagen verbesserte schließlich den Fahrkomfort auf dieser Bahnlinie. Während des Ersten Weltkriegs hatte die Eisenbahn ständig Sonderleistungen für das Militär und die Rüstungsindustrie zu erbringen. Im Laufe des Krieges beeinträchtigte der Mangel an Lokomotiven, Waggons und Kohlen den Bahnbetrieb erheblich. Gleichzeitig fehlte es an Arbeitskräften und Material für die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen. Man versuchte, den Betrieb notdürftig aufrechtzuerhalten. Die Bahn fuhr auf Verschleiß. So waren die Eisenbahnanlagen beim Kriegsende herabgewirtschaftet und erneuerungsbedürftig. Außerdem mussten aufgrund der Regelungen des Waffenstillstands und des Versailler Vertrags tausende Lokomotiven und sehr viele Waggons an die Siegermächte abgegeben werden. Die Staatsbahnen blieben nach 1918 zunächst noch in ihrer Organisationsstruktur bestehen. Angesichts der Probleme schien jedoch eine Zusammenlegung der verschiedenen Länderbahnen zu einer Reichsbahn notwendig. Die Nationalversammlung fasste die entsprechenden Beschlüsse und Staatsverträge regelten den Übergang der bisherigen Länderbahnen auf das Reich zum 1. April 1920. Das Zugangebot auf der Westharzstrecke hat im Ersten Weltkrieg und in den ersten schwierigen Jahren der Weimarer Republik stark eingeschränkt werden müssen. Es dauerte Jahre, bevor hier der Vorkriegsstand wieder erreicht werden konnte. Die Filmsequenz zeigt die Einfahrt eines Personenzuges aus Seesen in den Osteroder Hauptbahnhof im Jahr 1925. Als Zuglok dient eine Baureihe 36-0. 11 dieser früher als preußische P4-2 bezeichneten Maschinen waren damals im Bahnbetriebswerk Seesen beheimatet. Daneben hatte die Reichsbahn dort auch noch einige Güterzuglokomotiven sowie mehrere Tenderloks preußischer Provenienz stationiert. Im Laufe der 1920er Jahre wuchs die Konkurrenz durch den Straßenverkehr. Die Bahn musste erkennen, dass sie ihre frühere monopolartige Stellung eingebüßt hatte. Dementsprechend stiegen auch die Ansprüche der Kunden, die sich nun bei einer schlechten Anbindung auch für andere Verkehrsmittel entscheiden konnten. Um die Attraktivität der Westharzstrecke zu erhöhen, wurde 1928 ein neuer Eisenbahnhaltepunkt in Herrhausen eingerichtet. Obwohl die Strecke dicht am Ort vorbeiführte, hatte man es den Bewohnern des Dorfes über 50 Jahre zugemutet, die Station in Münchehof oder Seesen aufzusuchen, wenn sie mit der Eisenbahn reisen wollten. Das Bild zeigt den Blick aus einem Schienenbusfenster auf die Strecke bei Herrhausen. Die Beförderungszahlen der Eisenbahn sowohl im Personenverkehr wie im Güterverkehr spiegeln die wirtschaftliche Entwicklung jener Jahre wider. Die Inflation 1923 und die 1929 einsetzende Weltwirtschaftskrise führten jeweils zu erheblichen Rückgängen bei den Fahrgastzahlen und im Güterverkehr.
Die Strecke kann somit geradezu als Indikator für die regionale Wirtschaftsentwicklung gelten. Erst Mitte der 1930er Jahre steigerten sich die Transportleistungen wieder, ohne jedoch zunächst die Ergebnisse der Vorkrisenjahre wieder zu erreichen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Harz zu einem Zentrum der Rüstungsindustrie. Diese Entwicklung führte wieder zu einem sehr viel höheren Verkehrsaufkommen auf der Westharzstrecke. So gab es zahlreiche Ausbauprojekte, die jedoch kriegsbedingt nur zum Teil umgesetzt werden konnten. Die größten Erweiterungsmaßnahmen führte die Reichsbahn im Bahnhof Münchehof durch. Zunächst gab es hier nur einen Haltepunkt. Im Jahr 1926 wurde erstmals eine einzelne Weiche in das Streckengleis eingebaut, um ein Ladegleis anzuschließen. Ab 1937 begann der Aufbau der sogenannten Reichswerke Hermann Göring im Salzgittergebiet. Für die Stahlproduktion in diesen Hochofenwerken benötigte man große Mengen Kalk, wie er zum Beispiel am Winterberg oberhalb von Münchehof zur Verfügung stand. Für die Gewinnung, Aufarbeitung und Verladung wurde das Kalkwerk Münchehof errichtet. Der Transport des Kalkes zu den Reichswerken sollte auf dem Schienenweg über Seesen erfolgen. Um dieses Frachtaufkommen zu bewältigen, musste der Münchehofer Bahnhof erheblich ausgebaut werden. Im Zuge der Rüstungsprojekte im Salzgittergebiet wurde auch die Braunschweigische Landeseisenbahn verstaatlicht. Den Betrieb führte fortan die Reichsbahn. Diese Verstaatlichung hatte auch Auswirkungen auf die Seesener Bahnhöfe. Endlich war es nun möglich, die Personenzüge aus Derneburg direkt in den Seesener Staatsbahnhof zu führen. Der alte Landesbahnhof wurde für den Personenverkehr stillgelegt. Bislang hatte man die beiden Bahnhöfe zur Unterscheidung als Seesen-Reichsbahn und Seesen-Landesbahn bezeichnet. Da es ab 1938 nur noch einen Bahnhof in Seesen gab, konnte man auf diese Namenszusätze verzichten. Der Staatsbahnhof trug seitdem nur noch die Bezeichnung Seesen ohne weitere Ergänzungen. Der Seesener Bahnhof geriet an die Grenzen seiner Kapazität. Es fehlten zusätzliche Aufstellgleise für Güterzüge. Besonders machte sich jedoch der Mangel an einer ausreichend langen Drehscheibe für Lokomotiven bemerkbar. Vorhanden war nur eine 18 Meter Drehscheibe, auf der lediglich die relativ kurzen Schlepptender-Dampfloks aus der Länderbahnzeit gewendet werden konnten. Für die damals modernen, leistungsfähigen Güterzugloks der Baureihen 44, 50 und 52 reichte deren Nutzlänge jedoch nicht aus. Daher baute man auf einer Dammschüttung zwischen den Ausfahrten in Richtung Kreiensen und Herzberg eine provisorische 23 Meter Drehscheibe ein. Sie erwies sich jedoch als sehr schadanfällig und wurde daher nach dem Krieg wieder entfernt. Für den Osteroder Bahnhof gab es ebenfalls Ausbaupläne. Hier wollte man die Nutzlänge der vorhandenen Gütergleise vergrößern und zusätzliche Gleise schaffen. Doch konnte die Reichsbahn diese Maßnahmen im Krieg nicht mehr umsetzen. Ebenfalls nicht fertiggestellt werden konnte eine Anschlussbahn zu dem unterirdischen Hydrierwerk, das man ab 1944 in den Gipsbergen erbaute. Heute ist am Bahndamm noch die Rampe zu erkennen, die vom Niveau des Bahnhofs zu dem als DAX 4 bezeichneten Werk führen sollte. Der Bahnhof Herzberg war ein wichtiger Bahnknoten. Hier trafen die Hauptstrecke Nordheim-Nordhausen mit der Strecke nach Seesen und der Nebenbahn nach Bleicherode zusammen. Seit 1931 gab es eine weitere Anschlussbahn vom Herzberger Bahnhof ins Siebertal, der die dortige Papierfabrik mit dem Schienennetz verband. Außerdem verfügten auch andere Industrieunternehmen der Stadt über eigene Anschlussgleise. Dementsprechend drängten sich zahlreiche Güterwaggons auf den Herzberger Bahnhofsgleisen. Um die umfangreichen Rangierarbeiten zu bewältigen, hatte man hier Ende der 1930er Jahre einen Ablaufberg eingerichtet. Doch trotz dieser Maßnahmen kam auch der Herzberger Bahnhof aufgrund des hohen Güteraufkommens an seine Kapazitätsgrenze. Mit der Fortdauer des Krieges nahm die Häufigkeit alliierter Luftangriffe auf Deutschland zu. Die Eisenbahninfrastruktur war dabei ein bevorzugtes Ziel der Bombardements. Kurz vor Kriegsende bombardierten alliierte Flugzeuge auch die Bahnanlagen zwischen Seesen und Herzberg. Insbesondere die Bahnhöfe in Osterode und Herzberg wurden in Mitleidenschaft gezogen
und es waren mehrere Todesopfer zu beklagen. Das Luftbild, das von einem amerikanischen Aufklärungsflugzeug aufgenommen wurde, zeigt den Osteroder Hauptbahnhof nach der Bombardierung. In den letzten Kriegstagen wurde das KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen geräumt. Die Häftlinge wurden zum Teil in Zügen über die Westharzstrecke abtransportiert. Einer dieser Züge wurde auf offener Strecke bei Lasfelde von einem alliierten Flugzeug angegriffen. Die Wachmannschaften eröffneten das Feuer auf die Häftlinge, die versuchten in Deckung zu gehen oder zu fliehen. Beim Haltepunkt Osterode Süd blieb ein KZ-Zug liegen, da der Osteroder Hauptbahnhof nach Bombentreffern unpassierbar war. Auch hier kam es zur Erschießung. Ein Teil der Überlebenden wurde dann auf einen der berüchtigten Todesmärsche in den Harz getrieben. Die nicht mehr marschfähigen KZ-Insassen verblieben im Zug, der nach der Reparatur eines Durchfahrtgleises in Osterode seine Fahrt bis Münchehof fortsetzte. Dort wurden die entkräfteten Häftlinge schließlich von den Amerikanern befreit. Während der Kampfhandlungen und den ersten Tagen nach der Besetzung ruhte der Schienenverkehr zwischen Seesen und Herzberg. Mit viel Improvisation konnten die Eisenbahner nach dem Krieg zunächst wieder in kleinen regionalen Abschnitten Züge verkehren lassen. Auch die Westharzstrecke war durch die Sprengung der Reichsstraßenunterführung bei Gittelte bis Sommer 1945 nicht durchgängig befahrbar. Doch schrittweise konnten Schäden behoben und die einzelnen Teilnetze wieder miteinander verknüpft werden. Die Alliierten hatten Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt. Die bisherigen Bezirke der Eisenbahndirektion passte man an die Grenzen der Besatzungszonen an. Während das spätere Niedersachsen zur britischen Besatzungszone gehörte, lag der Sitz der Reichsbahndirektion Kassel nun in der amerikanischen Zone. Diese Bahnbehörde in Kassel konnte somit ihre in Südniedersachsen liegenden Strecken nicht mehr betreuen. Man ordnete daher das südniedersächsische Schienennetz der Reichsbahndirektion Hannover zu. Zu deren Bezirk gehörte fortan auch die Strecke Seesen-Herzberg. Die Eisenbahn wurde in der Nachkriegszeit noch einmal zum wichtigsten Verkehrsträger. Die Reichsbahn und ab 1949 die Deutsche Bundesbahn erbrachten trotz widriger Umstände enorme Transportleistungen. Ab Mai 1950 verkehrten wieder 7 Zugpaare auf der Westharzstrecke. Teilweise wurden diese Züge auch bis Hildesheim, Goslar, Bad Harzburg oder Walkenried durchgebunden. Ergänzend bot die Bundesbahn auch noch 3 Züge zwischen Osterode und Herzberg an. Die letztgenannten Verbindungen für Pendler waren teils Güterzüge, an die noch einzelne Personenwagen angehängt wurden. Die Fahrzeiten für die Gesamtstrecke lagen bei etwa 45 Minuten. Das Bild zeigt eine Bahnsteigszene in Seesen. Gerade läuft der Eilzug Aachen-Braunschweig ein, während hinten schon der Anschluss nach Herzberg wartet. Seit dem Kriegsende hatte sich der Schienenverkehr wieder deutlich verbessert. Trotzdem kam es seit den 1950er Jahren zu einer zunehmenden Verlagerung des Verkehrs auf die Straße. Das Straßennetz wurde mit hohem finanziellem Aufwand ausgebaut. In den Wirtschaftswunderjahren wuchs auch die Anzahl der Kraftfahrzeuge erheblich an. Mit Innovationen versuchte die Bahn, diese Entwicklung entgegenzusteuern. Ab 1952 setzte die Bundesbahn auf der Strecke am Südwestharz auch Schienenbusse ein. Zunächst die einmotorigen VT95, wenige Jahre darauf auch die zweimotorige Version VT98. Die leichten Schienenbusse verursachten sehr viel geringere Betriebskosten als Dampfzüge. Ferner wiesen die VTs kürzere Bremswege als die dampflokbespannten Personenzüge auf. Diese neuen Nahverkehrsfahrzeuge ermöglichten dadurch eine Verbesserung des Haltestellenangebots auf der Westharzstrecke. 1952 nahm die DB die Bedarfshaltestelle Papenhöhe-Düna in Betrieb. Auch in Lasfelde-Ost, Badenhausen und Gittelde-Nord richtete man Ende der 1950er Jahre neue Haltepunkte ein. Die Eisenbahn bediente um 1960 zwischen Seesen und Herzberg insgesamt 12 Bahnhöfe und Haltepunkte. Somit konnten die meisten Einwohner im Einzugsgebiet der Strecke mit einer wohnortnahen Zusteigemöglichkeit versorgt werden. Mit diesen neuen Angeboten wollte die Bahn die weitere Abwanderung von Kunden auf die Straße verhindern.
Der Fahrplan Mitte der 1960er Jahre sah 8 Zugpaare vor, die größtenteils zwischen Hildesheim oder Derneburg und Herzberg verkehrten. Ergänzt wurde das Angebot durch einen Eilzug von Walkenried über Osterode nach Bremen. Als Besonderheit bot der Fahrplan in der Nacht von Sonntag auf Montag einen weiteren Zug an. Vor allem Bundeswehrsoldaten, die in der 1961 wiedergegründeten Osteroder Garnison stationiert waren, nutzten diese Nachtverbindung. Die Strecke blieb eine Domäne der Triebwagen. Neben den Schienenbussen verkehrten hier im Laufe der Zeit auch Akkutriebwagen der Baureihe 515. Ferner setzte man hier die Dieseltriebwagen der Baureihen 613, 614, 627, 628 und 634 ein. Daneben fuhren hier auch noch bis 1976 vor allem im Güterverkehr Dampfloks. Ferner bespannten Dieselloks der Baureihen 211 und 212 sowie 216 und 218 hier die Züge. Wenn ein Mangel an Triebwagen herrschte, dann verkehrten ersatzweise auch mal Dampfloks der Baureihe 50 mit dreiachsigen Umbauwagen. Sicherlich eine schöne Anregung für Modellbahner. Die Aufnahme entstand am sogenannten Brücktor, kurz vor dem Bahnhof Gittelde. Während man bis 1960 die Anzahl der Zusteigemöglichkeiten an der Westharzstrecke schrittweise erhöht hatte, setzte bald darauf eine entgegengesetzte Entwicklung ein. 1963 wurde die Bedarfshaltestelle Papenhöhe-Düner wieder aufgegeben, da sie nicht ausreichend frequentiert wurde. Die Haltepunkte Badenhausen und Lasfelde-Ost hob die DB 1976 auf. Der Haltepunkt Herrhausen folgte einige Jahre später. Dadurch verschlechterte sich die Anbindung einzelner Orte an den Schienenverkehr wieder. Eine interessante Episode in der Geschichte der Strecke stellt der Erdfall im Seesener Bahnhof dar. Durch Auslaugung von wasserlöslichen Sedimenten entstand ein unterirdischer Hohlraum im Bahnhofsbereich, der am 10. Juni 1971 einbrach. So bildete sich unterhalb der Gleise nach Greinsen und Herzberg ein ca. 10 Meter tiefer und 18 Meter breiter Krater. Gott sei Dank wurde der Erdfall rechtzeitig bemerkt, sodass kein Mensch zu Schaden kam. Heute überspannt ein größeres Brückenbauwerk diesen Erdfall. Die wachsende Straßenkonkurrenz führte zu einem erheblichen Kostendruck bei der Bahn. Auf den Nebenbahnen der DB, die Anfang der 1980er Jahre noch etwa die Hälfte des Schienennetzes ausmachten, erwirtschaftete das Unternehmen lediglich 15% seines Umsatzes. Einschränkungen des Zugangebotes sollten nun dazu beitragen, das Defizit auf diesen Strecken zu senken. Dadurch nahm jedoch die Attraktivität des Schienenverkehrs ab, was wiederum weitere Kunden zum Umsteigen auf die Straße veranlasste. Teils sorgte die DB selbst dafür, dass dem Schienenverkehr zwischen Seesen und Herzberg Fahrgäste verloren gingen. Mit einer parallel zur Eisenbahnstrecke verlaufenden Bahnbuslinie machte sich das Unternehmen selbst Konkurrenz. Um Kosten zu sparen, kam es auch auf der Westharzstrecke 1983 zu einem Kahlschlag im Zugangebot. Vorher verkehrten 10 Zugpaare, danach waren es nur noch 6. An Sonn- und Feiertagen gab es fortan gar keinen Schienenpersonenverkehr mehr. Der Osteroder Rat verabschiedete eine Resolution gegen die Kürzungen im Schienenverkehr. Die DB und ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums ließen hingegen mehrfach anklingen, dass langfristig mit einer Stilllegung der Strecke im Personenverkehr zu rechnen sei. Trotz dieser Aussagen blieb ein reduziertes Zugangebot auf der Strecke Herzberg-Seesen auch in den folgenden Jahren erhalten. Jedoch legte die DB im Mai 1990 die Fortsetzung der Linie von Seesen nach Derneburg im Personenverkehr still. Die umsteigefreien Verbindungen vom Südwestharz in den Raum Hildesheim fielen damit weg. Im Güterverkehr auf der Schiene war seit den 1950er Jahren zunächst eine andere Entwicklung als im Personenverkehr zu beobachten. Während die Fahrgastzahlen zurückgingen, konnten die Gütertransportmengen auf der Bahnlinie Seesen-Herzberg bis etwa 1970 gesteigert werden. Münchehoff mit seinem Kalkwerk wurde nun zum wichtigsten Verladebahnhof an der Strecke. Der Bahnhof der Industriestadt Osterode
hatte trotz seines immer noch bedeutenden Güterumschlags seine Stellung als wichtigste Verladestation eingebüßt. Mit der Einstellung der Kleinbahnstrecken verlor auch die Bahnlinie Seesen-Herzberg einige Zubringer für den Schienengüterverkehr. Ende 1971 erfolgte die Einstellung der Eisenbahn Gittelde-Bad Grund. Diese Bahn hatte beträchtliche Transportmengen der DB-Linie zugeführt. Nach der Betriebseinstellung wurde das Erz aus der Grube Hilfe Gottes zunächst noch per Straßenlastwagen nach Münchhof gefahren und dort auf die Eisenbahn verladen. Nach einigen Jahren stellte man den Erztransport jedoch vollständig auf Lkw-Beförderung um. Die ehemalige Bahntrasse von Gittelde nach Bad Grund dient heute als Radweg. Die schmalspurige Kreisbahn Osterode-Greinsen beförderte insbesondere Gips aus den Gipswerken im Sösetal zum Osteroder Bahnhof. Dazu hatte man normalspurige Güterwagen genutzt, die auf Rollböcken über die Kreisbahnstrecke gefahren wurden. Bereits 1967 endete der Güterzugverkehr auf den schmalspurigen Abschnitten der Kreisbahn Osterode-Greinsen. Damit fielen erhebliche Frachtmengen weg, die bislang in Osterode auf die Staatsbahn übergegangen waren. Um die lukrativen Gipstransporte weiterhin auf die Bundesbahnstrecke zu ziehen, wurde im Osteroder Bahnhof eine Hochrampe angelegt. Das durch LKWs angelieferte Schüttgut verlud man damit schnell und rationell in Eisenbahnwaggons. In Osterode und Seesen kamen auch sogenannte Straßenroller zum Einsatz. Auf diese speziellen Fahrzeuganhänger konnten Eisenbahnwaggons verladen werden, die eine Zugmaschine dann über die Straßen weitertransportierte. Somit war es möglich, Eisenbahngüterwagen an Betriebe ohne Gleisanschluss zuzustellen. Im Bild sehen Sie den Wellblechschuppen auf dem Osteroder Bahnhof, der zur Unterbringung des Straßenrollers diente. Auf Dauer war dieses aufwendige und teure Verfahren aber nicht geeignet, die Verlagerung von Gütertransporten von der Bahn auf die Straße zu verhindern. Mitte der 1980er Jahre stellte man daher den Straßenroller-Einsatz in Osterode wieder ein. Um 1970 verkehrten täglich noch 10 bis 12 Güterzüge zwischen Seesen und Herzberg. Ab Anfang der 1980er Jahre gab es im Güterverkehr auf der Bundesbahnstrecke erhebliche Einbußen. Daran mag auch der autobahnähnliche Ausbau der Bundesstraße 243, die parallel zur Schienenstrecke verläuft, seinen Anteil gehabt haben. Für die Just-in-Time-Transporte waren die Güterzüge auf den Nebenstrecken oft nicht flexibel und schnell genug. Die Reaktion der Bahn auf den Güterkundenschwund bestand in einer Reduzierung des Angebots. Die DB griff also auch beim Schienengüterverkehr zu ähnlichen Maßnahmen wie im Personenverkehr. Schrittweise wurde die Verladung von Gepäck und Expressgut auf den Stationen der Strecke aufgegeben. Die Einstellung des Stückgutumschlags folgte. Der Streckenabschnitt Herzberg-Münchehof wies seit Mitte der 1990er Jahre kaum noch Güterverkehr auf. Einer der wenigen Verlader war das in Osterode stationierte Panzergrenadierbataillon, das die Strecke zeitweilig zur Verlegung von Militärfahrzeugen nutzte. Ein bereits geplantes Anschlussgleis in das neue Gewerbegebiet Westharz bei Osterode wurde nicht mehr gebaut. Doch der Abschnitt vom Kalkwerk Münchehof nach Seesen weist nach wie vor umfangreichen Güterverkehr auf. Die staatliche Bundesbahn befand sich in einer Dauerkrise. Das enorme Defizit, der Verlust von Marktanteilen an die Straßenkonkurrenz sowie auch EU-rechtliche Bestimmungen machten eine Reorganisation des Eisenbahnwesens in Deutschland dringend erforderlich. Die deutschen Staatsbahnen DB und Reichsbahn wandelte man daher Anfang 1994 in eine privatrechtlich organisierte Aktiengesellschaft um. Der alleinige Aktionär dieser Deutschen Bahn AG blieb jedoch die Bundesrepublik. Die Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr übertrug man auf die Länder. In Niedersachsen wurde eine Landesnahverkehrsgesellschaft gegründet, die als Besteller von Nahverkehrsleistungen auf der Schiene auftritt. Die niedersächsischen Strecken hatte man dazu in verschiedene Netze eingeteilt. Über Ausschreibungen wird ermittelt, welches Eisenbahnunternehmen den Schienenpersonennahverkehr auf einem der Netze am kostengünstigsten anbieten kann. Die Strecke Seesen-Herzberg ordnete man dem Harz-Weser-Netz zu. Die entsprechenden Ausschreibungsverfahren
konnte bislang immer DB Regio für sich entscheiden. Das 125. Streckenjubiläum, das 1996 mit einem großen Bahnhofsfest, Sonderzügen und Draisinenfahrten gefeiert wurde, machte die Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrer Bahn deutlich. Schrittweise wurden Verbesserungen im Schienenverkehr durchgesetzt. So ging man daran, einen Taktfahrplan einzuführen. Die Bahn bediente die Westharzstrecke dabei zunächst in einem 2-Stunden-Takt. Auch wurden die Züge jetzt bis Braunschweig durchgebunden. Das heißt, das bisher erforderliche Umsteigen in Seesen entfiel. In der anderen Fahrtrichtung fuhren einige Züge aus Braunschweig bis Bad Lauterberg durch. Die Linie Scharzfeld-Bad Lauterberg wurde jedoch 2004 eingestellt. Mit der Einführung des Taktfahrplans 1998 kam auch das Aus für den Haltepunkt Gittelde Nord. Diesen Wermutstropfen begründete die Bahn mit der Einsparung von Fahrzeiten. Nur so schien es möglich, die entsprechenden Anschlüsse in Herzberg und Braunschweig zu gewährleisten. 16 Jahre lang gab es an Sonn- und Feiertagen keinen Schienenverkehr auf der Westharzstrecke. Mit der Einführung des neuen Taktfahrplans fuhren nun auch an diesen Tagen wieder Züge. In den Jahren ab 2000 führte man umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Westharzstrecke durch. Die Schienen und Schwellen wurden erneuert. Die Anzahl der Gleise in den Bahnhöfen verringerte man, um die Unterhaltungskosten zu senken. Schon während der Planungsphase der Eisenbahnstrecke hatten die Osteroder eine stadtnahe Station gefordert. Doch gebaut wurde der Hauptbahnhof relativ weit vom Stadtzentrum entfernt. Der später eingerichtete Haltepunkt Osterode Süd konnte die Anbindung der Innenstadt nicht wesentlich verbessern. Daher wurde auch nach der Bahnreform wieder die Forderung nach einer stadtnahen Haltestelle erhoben. Im Zuge der Streckensanierung wurde endlich auch dieser Wunsch erfüllt. Im November 2004 weihte man die neuen Haltepunkte Osterode Mitte an der Schachtobvilla und Osterode Lege im Bereich der Herzberger Landstraße ein. Der alte Osteroder Hauptbahnhof und der Haltepunkt Osterode Süd wurden zeitgleich aufgegeben. Die günstige Lage der neuen Haltepunkte führte auch zu einer deutlichen Steigerung der Fahrgastzahlen. Vor Corona konnten an Schultagen allein in Osterode Mitte etwa 950 Ein- und Aussteiger gezählt werden. Der Haltepunkt Osterode Lege wird vor allem von den Schülern des dortigen Berufsschulzentrums genutzt. Hier zählt man ca. 200 Ein- und Ausstiege pro Tag. In den folgenden Jahren wurden auch die anderen Stationen an der Strecke schrittweise modernisiert. Mit der Sanierung der Strecke wurden auch die noch vorhandenen Gütergleise und Güteranlagen zwischen Herzberg und Seesen erheblich zurückgebaut. Lediglich der Bahnhof Münchehof behielt recht umfangreiche Gleisanlagen. Mit der Schließung des Bundeswehrstandortes Osterode im Jahr 2003 hatte bereits der Streckenabschnitt Herzberg-Münchehof den letzten großen Güterkunden verloren. Auf dem Abschnitt von Münchehof nach Seesen verkehren aber nach wie vor die Kalkzüge, die aktuell von den Verkehrsbetrieben Peine-Salzgitter bespannt werden. Bedarfsweise werden im Münchehofer Bahnhof auch Baumstämme auf Güterwaggons verfrachtet. Auch in Herzberg werden einige Gütergleise recht intensiv zur Holzverladung genutzt. In Münchehof und Gittelde waren lange noch mechanische Stellwerke im Einsatz. Über Drahtzüge wurden hier Weichen, Schranken und Signale gestellt. Die inzwischen sehr alte Technik führte dabei manchmal zu Problemen im Betriebsablauf. Seit Oktober 2020 wird die Strecke am Südwestharz durch ein neues digitales Stellwerk in Göttingen gesteuert und überwacht. Die alten, kostenintensiven Stellwerke konnten eingespart werden. Dementsprechend wurden auch alte Formsignale durch moderne Lichtsignale ersetzt. In Herzberg war jedoch im Sommer 2021 noch die alte Stellwerktechnik mit Drahtzügen und Formsignalen im Einsatz. Der Film zeigt die Ausfahrt eines VT 648 aus Herzberg in Richtung Osterode. Dabei kreuzt das Fahrzeug die Strecke Nordheim-Nordhausen. Bereits 2005 verdichtete die Bahn den bisherigen 2-Stunden-Takt auf der Strecke Braunschweig-Seesen-Herzberg zum Stundentakt. Problematisch wirkte sich zum Teil aus, dass die Strecke von Braunschweig bis Münchehof zum Geltungsbereich des Verbundtarifs Region Braunschweig gehört. Der Bereich von Gittelde bis Herzberg ist wiederum dem Verkehrsverbund Südniedersachsen zugeordnet.
So endeten an Samstagen zeitweilig Züge aus Herzberg bereits in Gittelde. Die Region Braunschweig sah sich aufgrund von Mittelkürzungen nicht in der Lage, deren Weiterfahrt nach Seesen zu bezahlen. Diese Grenze der Tarifverbünde macht manchmal auch den Kauf von Fahrscheinen etwas kompliziert. Nicht immer wurde den Kunden deutlich, welche Fahrkarte auf den einzelnen Zug- oder Buslinien gültig ist. Seit 2005 setzt die DB Regio Triebwagen der Baureihe VT 648 auf der Westharzbahn ein. Diese modernen Fahrzeuge sind made in Niedersachsen. Sie wurden bei Alstom LHB in Salzgitter gebaut. Einige der Triebwagen erhielten auch Städtenamen, die einen Bezug zu unserer Strecke haben. So trägt ein VT den Namen Herzberg am Harz, ein anderer heißt Osterode am Harz. Auch ein Triebwagen mit dem Namen Seesen ist auf dem Dieselnetz Niedersachsen Südost unterwegs. Heute fährt über die Westharzstrecke die Regionalbahnlinie 46 Braunschweig-Seesen-Herzberg. Die Strecke wird im Jahr 2021 auch an den Wochenenden im Stundentakt betrieben. Zwischen 5.30 Uhr und 23.20 Uhr verkehren täglich 18 Zugpaare. Die Zugkreuzungen auf der eingleisigen Strecke finden in Gittelde-Bad Grund statt. Die Triebwagen benötigen 36 bis 38 Minuten für die Fahrt zwischen Herzberg und Seesen. Ein solches Zugangebot hätten sich die Osteroder vor 150 Jahren, als die Strecke den Betrieb aufnahm, wohl kaum vorstellen können. Tatsächlich bietet die Bahn heute ein hervorragendes Angebot. Nutzen Sie es! Meinen herzlichen Dank an Herrn Dietwart Matzander, der zahlreiche Fotos für diesen Bildervortrag zur Verfügung gestellt hat. Und tausend Dank an Nike für Fotos, Filme und die technische Unterstützung. Falls Sie Fragen, Hinweise, Ergänzungen oder Kritik äußern wollen, können Sie sich gerne an das Osterroder Stadtarchiv wenden. Hinweisen möchte ich noch abschließend auf eine Veröffentlichung des Heimat- und Geschichtsvereins Osterode, die anlässlich des 125. Streckenjubiläums erschien. Der Vortrag beruht im Wesentlichen auf dieser Publikation. Dort finden Sie neben zahlreichen weiteren Infos auch Gleispläne, Angaben zu den Transportmengen und Fahrgastzahlen sowie selbstverständlich auch die entsprechenden Quellenangaben. Einige Exemplare der Veröffentlichung sind noch über den Heimat- und Geschichtsverein Osterode zu beziehen.